Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Videoreihe Kirchen und Orgeln der Umgebung. Ich befinde mich heute in Wiesenburg. Das liegt ca. 30 Kilometer nordwestlich von Wittenberg in der Nähe von Bad Belzig. Und ich habe mir sagen lassen, dass wenn ich als Übigauer hier nach Wiesenburg komme, ich gar nicht erst umständlich erklären muss, wo ich eigentlich herkomme, denn Übigau ist hier in Wiesenburg durchaus eine bekannte Adresse. Warum? Hier in Wiesenburg gibt es, genauso wie bei uns in Übigau, auch einen Schlosspark. Und wenn bei uns im Frühling die Schneeglöckchen blühen und die Schlossparkwiesen in ein weißes Schneeglöckchenmeer verwandeln, so sind diese Bilder wohl auch bis hier nach Wiesenburg vorgedrungen. Und man hat sich Übigau hier zum Vorbild genommen und den hiesigen Schlosspark ebenso mit Schneeglöckchen gestaltet. Doch zurück zur Kirche, um die soll es ja heute gehen. Die Kirche wurde ungefähr im 12., 13. Jahrhundert in ihrem Kern erbaut. Der Turm, der ist wesentlich jünger, der stammt ungefähr aus den Jahren 1879, 1880. Und wie es in der Kirche aussieht, das sehen wir uns jetzt mal an. Beim Betreten der Kirche komme ich nun unter dieser reich verzierten Nordempore hervor. Diese zeigt verschiedene Wappen, die mit dem benachbarten Wiesenburger Schloss in Verbindung zu bringen sind und wird deshalb auch die Herrschaftsempore genannt. Unter anderem und übrigens an ganz prominenter Stelle hier in der Mitte befindet sich auch das sächsische Wappen. Das mag einen zunächst vielleicht erst einmal verwundern, befinden wir uns doch hier gar nicht so weit entfernt von der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam. Doch Wiesenburg war, wie Übigau auch, bis zum Jahr 1815 Teil des Kurfürstentums Sachsens. Wir in Übigau waren danach zumindest noch Provinz Sachsen. Wiesenburg ist dann zur Provinz Brandenburg geworden. Aber von dieser sächsischen Geschichte Wiesenburgs zeugt bis heute diese Nordempore. Übrigens nicht nur die Empore, auch die Orgel zeugt von der sächsischen Geschichte und auch andere Ausstattungsgegenstände der Kirche. Und die wollen wir uns jetzt mal näher ansehen. Noch älter als die aus dem Jahr 1623 stammende Nordempore ist jedoch dieser aus der Zeit um 1400 stammende Taufstein. Dieser erscheint ja für unser heutiges Bild eines Taufbeckens eigentlich ziemlich groß. 70 Liter Wasser sollen da reinpassen, heißt es. Aber er legt damit im Prinzip Zeugnis einer alten Taufpraxis ab. Denn während wir heute das Kind durch Übergießen des Wassers mit der Hand taufen, wurde damals das Kind regelrecht im Taufbecken untergetaucht. Ja, und dementsprechend braucht so ein Taufbecken nach dieser Taufpraxis dann eben auch die Ausmaße einer Babybadewanne. Wollen wir nun auch noch einen Blick auf den Altar werfen. Dieser ist ein Werk des Torgauer Bildhauers Georg Schröter und stammt aus dem Jahr 1561. Er zeigt verschiedene biblische Szenen. Auf der linken Seite wäre das die Verkündigung des Herrn, das bedeutet, der Engel verkündigt der Jungfrau Maria, dass sie Gottes Sohn gebären wird. Hier in der Mitte sehen wir dann das letzte Abendmahl, das Jesus an Gründonnerstag mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und auf der rechten Seite dann eine Auferstehungsszene, ganz oben der auferstandene Christus mit der Siegesfahne, darunter die Wachen, die hier vor dem offenen Grab liegen. Und ganz oben sehen wir dann noch eine Darstellung des gekrönten Herrn und die Taube als Symbol des Heiligen Geistes. Sind wir nun zum Schluss an der Orgel angekommen. Das Instrument ist ein Werk des Wittenberger Universitätsorgelbauers Johann Ephraim Hübner aus dem Jahr 1775. Dieser soll bei seinem Neubau hier jedoch Pfeifenmaterial der Vorgängerorgel des Orgelbauers Donati aus dem Jahr 1696 wiederverwendet haben. Die Literatur spricht dann noch von verschiedenen Umbauten durch den Niebecker Orgelbauer Bär zur Zeit der Frühromantik. Dieser soll unter anderem die Windladen und auch die Manualklaviaturen erneuert haben. Sehen wir uns einmal die Disposition an. Das wären im Hauptwerk zunächst eine Quintadena 8 Fuß, die übrigens noch aus der Vorgängerorgel von Donati stammt. Und die hören wir uns jetzt mal an. Thank you.
Für eine Quintadena, die ja eigentlich eher ein Solo-Register ist, klingt sie erstaunlich kräftig. Doch beim genaueren Hinsehen stellt man fest, das muss so sein, denn die Orgel besitzt keinen Prinzipal 8 Fuß. Das bedeutet, die Quintadena muss zusammen mit dem Gedakt 8 sozusagen das 8 Fuß Fundament bilden und den Prinzipal damit ein Stück weit ersetzen. Auf Quintadena 8 und Gedakt 8 baut sich dann Prinzipal 4 und Rohrflöte 4 auf und die klingen so. Mit Gedakt 8, Rohrflöte 4 und Nasat 3 Fuß können wir uns als nächstes einen schönen Nasatzug zusammenbauen. Des Weiteren verfügt die Orgel über ein Kornett, sodass wir hier sozusagen auch den Kornettzug abbilden können. Und dann sind wir nun auch schon beim Hauptwerksplenum angelangt, nämlich bestehend aus Quintadena 8, Gedakt 8, Prinzipal 4, das Kornett lassen wir jetzt mal weg, Rohrflöte 4, Nasat 2, 2 Drittel, Oktave 2 und einer vierfachen Mixtur und natürlich Pedalkoppel. Verfügt zunächst über eine Rohrflöte 8 Fuß und ein Kleingedakt 4 Fuß.
Daneben gibt es auch noch einen Prinzipal 2 Fuß und eine Oktave 1 Fuß, sodass wir mit der Rohrflöte, dem Kleingedakt und der Oktave 1 und sozusagen sowas ähnliches wie den Sifflötenzug zusammenbasteln können. Obendrauf gibt es dann noch ein scharf Dreifach als Klangkrone sozusagen. Und im Pedal, das haben wir jetzt ja schon immer ein bisschen mitgehört, ein Subbass 16 Fuß, eine Oktave 8. Was wir bis jetzt aber noch nicht gehört haben, das ist die Posaune 16 Fuß. Und die hören wir uns gleich an, wenn dann sozusagen das reine volle Spiel, also das volle Werk, erklingt. Nächste Video vom nächsten Ort erscheint und sage bis dann.